14 Stunden Autofahrt und weit über 1000 Kilometer von unserem Zuhause entfernt fanden wir dieses vergessene und bereits von Dornen umschlungene Schloss. Dieses Schloss befindet sich in einem Dornröschenschlaf und verbirgt im Inneren eine Zeitreise, wie wir sie vorher noch nie durchlebt haben. Das komplette Schloss war noch eingerichtet und ein Raum war gruseliger als der andere. Im oberen Bereich des Hauses fanden wir eine Bibliothek und einen Behälter mit Geld. Die Räumlichkeiten des prachtvollen Anwesens hat wohl seit Jahrzehnten niemand mehr zu Gesicht bekommen. Im Laufe unserer Erkundung merkten wir, dass die komplette Einrichtung deutsch war und wir machten echt eine beängstigende Entdeckung. Vielleicht was, ne? Deutsches Reich oder was? Was ist hier passiert? Wieso hatte der Hausbesitzer keine Beine mehr?